Ja, das war Bassplorer David und die Lady. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir konnten uns dann aufgrund unserer Verzögerung entscheiden, ob wir die chillige Musik unterbrechen oder 420 vor laufender Kamera zelebrieren. Haben wir uns gedacht, ihr macht das schon selber mit 420 und wir unterbrechen die Musik nicht nach 2 oder 3 Minuten. Und deswegen jetzt mit einem verspäteten 420-Gruß hier aus dem Hanfmuseum nochmal Zündung. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch noch ein ganz tolles Projekt von einer Freundin von uns vorstellen. Die betreibt die Seite hempasaspice.net, ist Autorin zahlreicher Bücher über Cannabis und besonders über Kochen und Backen mit Cannabis. Und die hat sich gedacht, dass man doch mal sich alle zusammen, dass wir uns alle mal zusammen wünschen sollten, dass Cannabis weltweit legalisiert wird und da sozusagen ein energetisches Feld aufgebaut wird und dass die Cannabis-Legalisierung vorantreibt. Nun muss ein Hund im Hintergrund. Nun muss ich sagen, ich bin ja jetzt, ich persönlich, bei mir ist die spirituelle Seite ein bisschen kurz gekommen, aber nichtsdestotrotz unterstütze ich das natürlich hier aus vollem Herzen. Und ich denke, wenn ihr jeden Tag oder ab und zu mal bei hempasaspice.net vorbeischaut, um 16:18 Uhr, dann fangen die Leute um 16:19 Uhr zusammen an zu trommeln und um 16:20 Uhr ist Zündung und dann wünschen sich alle 2 Minuten lang ganz doll, dass Cannabis legalisiert wird und dazu, und jetzt kommt's, ja, wird das THC-Molekül abgespielt. Jetzt fragt ihr, wie ist THC-Molekül wird abgespielt? Ja, das THC-Molekül hat die Katrin damals von einem Bekannten, der hat viel Ahnung von Chemie und von Musikwissenschaft, hat sie das THC-Molekül in Musik übersetzen lassen. Und zu diesem, sage ich mal, zu diesem Ritual wird dann das THC-Molekül als Musik abgespielt und das nennt sich analoge THC-Gong. Ist doch geil, oder? Ein oktavanaloger THC-Gong, ja? Und während dieses oktavanalogen THC-Gongs wünschen wir uns alle zusammen, dass Cannabis weltweit legal wird und es hilft bestimmt. Okay, Dribbel, bereit für den oktavanalogen THC-Gong? Bereit zum Wünschen? Ja? Dann los. 2 Minuten wünschen. Das ist
So, ich hoffe, ihr habt alle fleißig gewünscht und so es dann hilft, jeden Tag, wenn es euch Spaß gemacht hat, ab 16.18 Uhr auf Hemp as a Spice.net. Von dieser Stelle aus nochmal kleine Entschuldigung für die Verzögerung, Katrin. Wir hätten es lieber um 4.20 Uhr gemacht, aber erste Online-Handparade mit reichlich technischen Problemen.